Hey Leute, der sah heute im goldenen Schnitt. Haha, verarscht. Heute probieren wir die Victorinox Schokoladenmesser. Und die habe ich bekommen von Paul vom Pyrobüro, von Lukas, das ist Brockenbennos Gehilfe, der sehr oft kommentiert, und Matze, der heißt bei Instagram Sobamarin. Ja, und wie versprochen, in dem Unboxing ihres Paketes werde ich diese Schweizer Schokolade hier natürlich auch probieren. Außerdem wird der Saar seine immensen handwerklichen Künste und... Was steht denn da drauf? Für Anleitung. Für Anleitung? Seine herausragenden Bastelkünste wird er auch noch zeigen, ja genau. Und natürlich kann mir jeder von euch, der mir ein Paket schicken möchte, auch gerne ein Paket schicken. Schaut einfach mal in meiner Kanalinfo. Da stehen die Adressen. Aber bitte informiert mich vorher. Hier meine Informationen für Postsendungen. Ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt. Also, ich habe ja hier schon zwei Victorinox-Taschenmesser. Die sind allerdings nicht essbar. Hier mein Ranger mit Walnussholz. Wirklich ein nices Teil. Ach ja, wenn ihr mal ein Messervideo von mir sehen wollt, dann sagt Bescheid. Dann zeige ich mal alle meine Messer. Ich habe eine illustre Sammlung. Ja gut, mal nicht übertreiben. Andere Leute haben viel geilere Messersammlungen. Hier das Victorinox Original Etui. Das hier ist das Ranger mit Plastikgriffschalen. Ist nicht so teuer. Aber ich finde es auch sehr schön. Und die sind wirklich sehr scharf. Leider haben sie ein kleines bisschen Spiel bei der Klinge. Aber ich bin Victorinox treu ergeben, denn ich habe schon immer Victorinox Taschenmesser. Diese hier leider nicht. Oh, fuck. Oh, 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 ups. Also ich hatte in meinem Leben bestimmt schon 5 Victorinox Taschenmesser. Allerdings finde ich die gerade in meinem Saustall nicht, weil... Seit dem Umzug ist nichts mehr, wie es war. Aber gut, jetzt probieren wir mal diese Victorinox Taschenmesser. Ich habe sie im Kühlschrank gelagert. Das heißt, sie sind mit Sicherheit sehr kühl. Moment, ich brauche ein Taschenmesser, um das zu öffnen. Mhm. Und das ist jetzt Schweizer Schokolade oder was? Oh, Schokolade mit Haselnussfüllung. Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Haselnüsse, Kakaomasse, Palmfett aus nachhaltigem Anbau. Es muss also Mowgli nicht mit seiner Wolfsbande aus dem Urwald flüchten dafür. Sojamehl, Emulgator, natürliches Aroma, in Klammer Vanille, Milchschokolade, Kakaobestandteile mindestens 35%, Milchbestandteile mindestens 20%. Kann Spuren von Mandel, Pistazien und Macadamia. Hm. Oh. War wohl mal leicht angeschmolzen, sieht aber lecker aus. Warte, ich mach mal noch eins auf, ob das auch so aussieht. Ah, das sieht ein bisschen besser aus. Ich mach mal noch das mittlere auf. Das wird wahrscheinlich am allerbesten aussehen. Ja, oh, wirklich schön. Oh, ist ein bisschen staubig auf dem Dachboden. Vielleicht habe ich mit der Packung etwas zu viel geschmust. So dass dieses hier leicht angeschmolzen ist. Sieht sehr lecker und matt aus. Natürlich schneide ich jetzt eins von ihnen durch. Oh. Aha. Dank Saars Incredible Knife Skills könnt ihr jetzt sehen, wie es geschnitten und gebrochen aussieht. Anhand von einem einzigen Riegel. Ist der Saar nicht spektakulär? Hm? Boah. Schön zart schmelzen. Oh, fast hätte ich es vergessen. Ich probiere noch diesen Drink hier dazu, diesen Softdrink. Edles Grün heißt der. Den probiere ich dazu. Edles Grün Klassik. Das Erfrischungsgetränk mit Charakter.
Holunder, Acerola, Grüntee, Zitrusfrucht. Zitrusfrucht. Mit dem Plus Guarana. Oh, da ist Guarana drin. Wie viel Koffein hat es? Steht nicht drauf. Halten die nicht für nötig? In einer Zeit, wo jeder weiß, wie viel Milligramm Koffein in einem Energy Drink sind. Nämlich meistens 32 Milligramm pro 100 Milliliter. Was das Maximum ist. Ja, ich rieche Holunder auf jeden Fall. Holunderblüten. Holunder selbst ist ja so eine rote Beere. Aber das Zeug, was man immer in den Sekt kippt, ne, dieser Sirup, schmeckt so. Acerola schmecke ich jetzt gar nicht raus. Grüntee vielleicht. Zitrusfrucht. Geht auch unter. Guarana, naja. Wahrscheinlich nur das Koffein davon. 38 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Ja, ist sehr lecker. Schmeckt aber fast nur nach Holunder, ne? Und ich finde es wirklich geil, so Schokolade zu essen, ne? Wenn die so ein bisschen salzig ist. Ja, die hat jetzt nicht so viel Salz, aber es ist einfach geil dann, wenn der Mund so trocken ist, mit einem Erfrischungsgetränk das nachzuspülen. Natürlich jede Menge Zucker, ne? Aber... Ossa, you put too much sugar in your body. It's not healthy for you. Was macht man nicht alles für seine Fans? Der Schmelz ist wirklich zart. Ist eine hochwertige Schokolade drin. Ja, und dann ist so eine Nougat-Füllung noch. Bin nicht so der Riesenfan von Nougat-Füllung, aber gerade jetzt im Moment habe ich Bock drauf. Ja, und ich habe ja vor kurzem diesen Rum-Riegel da gemacht, ne? Diesen rumänischen Rum-Riegel. Und da hat man mal wirklich gemerkt, was halt ein schlechter Schmelz bei der Schokolade ist, ne? Da kaut man drauf rum, wie auf Wachs ist das, ne? Ihr könnt es euch vorstellen, wie wenn ihr so eine Bienenwabe in den Mund nehmt und es bleibt nur noch das Wachs übrig, dann kaut ihr doch auch so auf so Wachs rum, ne? Naja. Aber hier zerfließt einfach im Mund, wirklich lecker. Leider habe ich in der Größe jetzt kein richtiges Messer da, aber das hier ist Papa-Messer. Mama-Messer und Udo-Messer von der Größe her. Ja, und jetzt wird sich mal der Saar versuchen an diesem, ja, Lego V-Ring oder U-Wing Star Wars Lego-Spielzeug Limited Edition im Schnelldurchlauf. Wie lange braucht der Saar für sowas? Er war nie so wirklich der Lego-Fan. Aber jetzt beginnen wir mal. Ach, für Anleitung haben die draufgeschrieben, ich soll diese Nummer hier eingeben im Internet für die Anleitung oder was? Ach, da ist überhaupt nichts dabei, ne? Kriege ich das auch hin, wenn ich nur das Bild hier anschaue? Kriege ich hin, oder? Ich probiere es mal. Tauchen wir ein in die Welt von Fisch und hippen Babys. Einfach lecker. Einfach lecker. Smell my finger. Einfach lecker. Einfach lecker. Einfach. Smell my finger. My finger. Einfach lecker, einfach lecker, einfach lecker, einfach lecker. 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 Smell my finger. Lecker. Lecker. Das schießt wirklich den Vogel ab. Und dazu einen Schuss feinen Wodka. Da kann ich ein Lied von singen. Lalalala. Da kann ich ein Lied von singen. Lalalala. Wusa. 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 Wusa.
Das schießt wirklich den Vogel ab. Ab. Vogel ab. Ab. Steht der gut, der Hut. Steht der gut, der Hut. Einen Toast auf mich. Alles ist in Butter. Alles ist in Butter, 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 alles ist in Butter. Okay Leute, das Saar ist fertig. Also dieses geile Raumschiff hier hat der Saar nun konstruiert. Aber er hat noch einen draufgesetzt. Er hat das Ding nämlich weiterentwickelt. Und jetzt ist es die unglaubliche Fledermaus des Grauens. Wah, wah, wah! Außerdem hat der Saar ein paar Teile gespart. Und so konnte er für die Fledermaus noch ein Fernglas bauen. Und ein kleiner Dunghaufen der Fledermaus ist auch noch dabei. Da das natürlich nicht jeder so gut hinkriegt wie der Saar, würde ich euch empfehlen, schaut wirklich nach der Anleitung im Internet. Heutzutage wird ja Papier gespart und auf die Umwelt sehr viel Acht gegeben. Deswegen sind nicht wie früher normale Anleitungen dabei, sondern man muss sie sich selbst suchen. Hier oder hier weitere Videos von mir. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr mir Daumen hochs gebt, gibt es gutes Karma für euch. Denn der Saar steht in der Karma-To-Do-Liste ganz weit oben. Fragt mal Hinduisten. Ciao, Leute. Der Saar heute im goldenen Schnitt. Thank you.